Die Lieblingsinsel der Deutschen ist Hochinzidenzgebiet. Für ungeimpfte Reiserückkehrer geht es also mindestens 5 Tage in Quarantäne. Vermiesen lassen sich viele den Mallorca-Urlaub aber nicht. Wir wollten halt auf jeden Fall fliegen und haben gesagt, okay, wenn wir einen Test machen müssen in Quarantäne, das nehmen wir halt alles in Kauf, weil wir auf jeden Fall mal raus wollten. Wir hätten es beide nicht gemacht, wenn wir nicht voll durchgeimpft gewesen wären. Das Gesundheitsministerium nimmt jetzt auch alle anderen Urlauber ins Visier. Wohl ab 1. August sollen laut Bayerns Ministerpräsident Söder alle Reiserückkehrer, egal aus welchem Land und mit welchen Verkehrsmitteln sie kommen, einen Corona-Test vorlegen. Möglicherweise könnte das sogar ein PCR-Test sein. Wer mit dem Flugzeug kommt, braucht bereits einen Test. Bei Einreisenden mit dem Auto könnten die Kontrollen schwierig werden. Sie müssen wissen, dass wir allein in Deutschland Landesgrenzen von 3.800 Kilometer haben und dass wir die Voraussetzungen, nämlich Grenzkontrollstellen im klassischen Sinne, seit Einführung von Schengen gar nicht mehr haben. Und auch personell wären wir nicht in der Lage, vollumfänglich zu kontrollieren. Stationäre Grenzkontrollen werde es laut Innenminister Seehofer aber nicht geben. Details will die Bundesregierung offenbar noch festzurren. Einige Virologen fordern, eine solche Testpflicht auch auf Geimpfte und Genesene auszuweiten. Ja, ich sehe natürlich, dass das Risiko, sich zu infizieren mit einer doppelten Impfung, natürlich reduziert ist, aber nicht unmöglich ist. Und wenn wir da gar nicht testen und davon ausgehen, dass alle geschützt sind, dann machen wir einen großen Fehler. Derzeit gilt, wer ungeimpft aus einem Hochinzidenzgebiet wie Holland oder Spanien kommt, muss in Quarantäne. Kinder unter 12 Jahren können sich nicht impfen lassen. Sie müssen sich also in jedem Fall mindestens 5 Tage isolieren. Das Problem: beginnt in dieser Zeit dann schon der Präsenzunterricht, droht ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Schulpflicht. Unbeschwerte Sommerferien sehen definitiv anders aus.